Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute bin ich mal nicht für euch in World of Warcraft unterwegs, sondern wir sind mal wieder auf einer Seite, die sich rund ums World of Warcraft Universum dreht unterwegs und dort will ich euch eine neue vorstellen und heute geht es um das Undermine Journal. Ich hatte es im letzten Teil zum TSM Seite schon angekündigt, dass ich manche Sachen nicht auf der TSM Seite mache, sondern im Undermine Journal und das wollen wir uns heute angucken und ja, ich würde sagen, wir schalten mal hier den Vollbildmodus aus. Die Seite schimpft sich The Undermine Journal. TH ist schwer für Deutsche, auch für mich. Also die Undermine Journal schimpft sich das und ich werde euch den Link, wenn ich es nicht vergesse, mit in die Infobox reinpacken. Und was ist das jetzt für eine Seite und was kann man hier machen? Das ist wie Tradesgemaster eine Auktionshausseite, heißt wir können alles Mögliche sehen, was in Auktionshäusern ist. Und das Gute ist, wir können hier uns auch gleichzeitig alle EU-weiten oder auch, wenn wir wollen, die US-Sachen angucken, macht aber wenig Sinn. Wir können uns quasi EU-weit alle Server anschauen. Wenn wir jetzt auf die Seite am Anfang drauf sehen, sehen wir hier den Markenpreis gerade, wie hoch der ist. Dann haben wir häufige Items drin, potenzielle Schnäppchen sind hier direkt angezeigt. Das nutze ich tatsächlich alles relativ wenig. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist, für was ich es hauptsächlich nutze und dann können wir uns den Rest auch nochmal ein bisschen anschauen. Das erste, was wir haben, seht ihr, wir sind jetzt hier auf Antonidas, das merkt er sich auch. Ich habe gerade versucht, hier neu reinzugehen, um euch das zu zeigen, wo man das reinschreiben muss, aber wenn ich hier reingehe, der merkt sich das, dass ich auf Antonidas unterwegs bin. Das kann man aber auch umstellen und zwar klicken wir hier einfach dran und sagen, ich will jetzt aber auf Equin unterwegs sein. Und dann alle Untermenüs, die jetzt hier an der Seite sind, reagieren dann auch auf dem Server, den ihr hier oben eingestellt habt. Ihr seht auch, wann es das letzte Mal aktualisiert worden ist, beziehungsweise wann es nächstes Mal aktualisiert wird und man kann das zusammenrechnen, jede Stunde wird es quasi einmal aktualisiert. Was kann ich jetzt hier machen? Ich kann jetzt hier zum Beispiel nach Items suchen. Ich habe es hauptsächlich dafür genutzt, um nach Items zu suchen, die schon eine Weile aus dem Spiel rausgenommen sind, denn oft ist es so, dass dann ganz oder komplett EU-weit nur noch von diesem Item vielleicht 10 drin sind. Auf meinem Server sind die halt dann für 2 Millionen drin und ich suche es halt auf irgendeinem anderen Server, dass ich mir da Gold rüber tauschen kann und es dort günstiger kaufen kann. Und genau für sowas ist das natürlich hier prädestiniert. Jetzt werden wir einfach mal ein Item suchen, was mir noch fehlt. Ruchloses Messer heißt es. Das suchen wir. Dann lädt es kurz und dann zeigt es hier an, okay, zuletzt gesehen, vor einem Tag, verfügbare Menge, das ist jetzt auf Equin bezogen, sind 0 drin, aktueller Preis sind 5 Millionen, ach du Scheiße. Und dann gibt es hier auch einen EU-Durchschnittspreis, der uns angezeigt wird, beziehungsweise das ist der mittlere Preis und dann gibt es noch den Durchschnittspreis. Fragt mich jetzt nicht, was der Unterschied ist. Nehmt es einfach so hin, es sind zwei verschiedene Preise. Okay, also ich glaube mal, der mittlere Preis ist, ja, nee, lassen wir das, egal. Wir nehmen das einfach so hin. So, dann haben wir jetzt hier einen Haufen schöne Grafiken. Die interessieren uns jetzt relativ wenig. Was uns interessiert bei so seltenen Items, ist tatsächlich hier ganz unten der letzte Graph. Und zwar, was sehen wir auf diesen Graphen? Wir sehen hier verschiedene Server. Und hier oben haben wir den Server, den ich gesucht habe. Das ist Equin. Da sind 0 Items drin. Und das letzte Mal, wo es drin war, hat es 5 Millionen gekostet. Wir wollen jetzt aber gucken nach den günstigsten Sachen. Und ihr seht hier diese roten Säulen. Hier sind es insgesamt 3 Dinger. Und zwar haben wir einmal Ragnaros, da ist es jetzt auch für 850.000 drin. Dann haben wir hier einen Serververbund, Deathwing, Ghostlands, Karasan und so weiter, Lightning's Blade. Da ist es für halt 1 Million etwa drin. Dann haben wir hier Heal, da ist es für 1,8 Millionen drin. Und dort haben wir den Twisting Nether, da ist es für 2.600.000 drin und ihr seht, da ist überall nur ein einziges Item vorhanden. Wenn wir jetzt irgendein anderes Item suchen würden, das öfter drin ist, dann haben wir hier wesentlich mehr Säulen und wahrscheinlich auch verschiedene Mengen. Das macht aber tatsächlich Sinn, bei Items, die sehr selten sind, das über der Undermine Journal zu suchen. Und das Praktische ist, was ihr auch gesehen habt, man kann hier auch den deutschen Namen eingeben, man kann das auch alles umstellen. Das fand ich jetzt bei Tradeskill Master ein wenig blöd. Theoretisch haben wir hier noch einen Haufen mehr Quellen. Das ist aber tatsächlich eher interessant, wenn ihr ein Item auf eurem Server sucht. Ihr seht hier, das sind, da ist es einmal drin oder ist es halt nicht drin. Ja? Bei jetzt irgendeinem Stoff oder irgendwelchen anderen Items, die regelmäßig in großen Mengen auf eurem Server sind, sind die Reiter hier relevanter und da unten ist dann halt alles voll. Ne? Also von dem her, ja. Wir können jetzt zum Beispiel auch als Test mal irgendeinen Erz suchen. Ich tue mir jetzt mal mit dem Twink-Account hier einen Osmonit-Erz raussuchen
Und wenn wir das da zum Beispiel suchen, dann sehen wir auch, okay, wir haben einen aktuellen Preis von 11 Gold und können halt solche Sachen auch suchen. Und da machen diese Graphen halt jetzt auch mehr Sinn, weil wir hier verschiedene Marktpreise sehen, den regionalen Preis im Verhältnis, die Menge, wie viel drin sind. Also hier seht ihr, sind 43.000 drin und dann seht ihr auch so ein bisschen oder könnt ihr ableiten, wie eine Entwicklung stattfindet bei den Erzen zum Beispiel, ne? Wenn man sowas auswerten will, weil man in dem Markt aktiv drin ist, dann macht es Sinn. Habe ich jetzt aber bis jetzt noch nie gemacht. Ich suche hier tatsächlich nur nach sehr seltenen Items. Und da kann man sich, denke ich mal, auch ziemlich reinfuchsen. Ja? Theoretisch könnte man auch sagen, okay, wie ist der Preis hier auf dem und dem Server von den Erzen? Wie ist es auf dem anderen? Lohnt sich vielleicht einen Haufen rüberzuschieben, indem man einen Chartrans mit voller Bank und solchen Geschichten, gut, bei Erzen wahrscheinlich jetzt eher weniger relevant, aber bei anderen Materialien könnte man sich das vielleicht tatsächlich überlegen. Genau, und da, man kann hier auch alle möglichen Zeitfenster einstellen. Ist jetzt für uns relativ irrelevant. Wenn wir jetzt hier unten das Chart anschauen für alle möglichen Server, dann seht ihr halt auch hier, wie viele tausend wo auf welchem Server drin ist. Für Erze würde ich jetzt aber behaupten, lohnt es sich nicht, auf irgendeinem anderen Server Ausschau halt zu halten. Das rentiert sich dann tatsächlich nur für extrem seltene Sachen. Wir können jetzt hier mal noch was anderes anschauen. Zum Beispiel, was habe ich letztens gesucht? Irgend so eine Brustplatte, die auch relativ selten ist. Und ihr seht, das sind dann halt auch wieder nur 5 Stück komplett EU-weit drin. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier auf einem Server ist, auf Draenor und sagt, okay, 1,2 Millionen, ist teuer, und suche dann einfach und sehe auf Argent Dawn, kriege ich es ja für 200k, dann suche ich mir Leute, die mir Gold tauschen können. Zum Beispiel auf dem WoW Market Discord gibt es da welche, die verlangen dann 10, 20%, wenn es schlecht läuft, meistens so 10% nehmen die, dann gibst du denen quasi 220.000, die geben dir 200k hier drauf, hast du zwar 20.000 Gebühr gezahlt, kriegst das Item aber hier für 200.000 oder für 220 insgesamt und zahlst nicht auf deinem Heimatdream 1,2 Millionen, ne? Also das ist halt so die Rechnung, warum die Seite hier ziemlich genial ist für solche Geschichten. Gut, okay, das soweit dazu. Das sind eigentlich alle Sachen, die ich die Seite nutze. Jetzt gibt es hier aber noch mehrere Funktionen. Ich habe vorhin mal so ein bisschen durchgeguckt. Zum Beispiel gibt es jetzt hier einen Tab, der nennt sich Schnäppchen. Wenn wir da drauf drücken, dann sehen wir hier verschiedene Items und zwar unter verschiedenen Kategorien. Hier Dropped Rare, Epic Armor und Weapons. Dann zum Beispiel Dropped Uncommon Armor, Weapons und so weiter. Von irgendwelchen Rare Mobs oder von anderen Quellen. Das steht dann immer dabei, was es denn ist. Dann kann man ganz schön lang scrollen. Und das sind immer Sachen, wie wir es auch bei dem anderen Video bei TSM schon gesehen haben, die im Auktionshaus sind und die relativ günstig eingestellt wurden und die normalerweise mehr kosten. Ja, da sieht man zum Beispiel regional kostet das Item hier 11.000, Durchschnitt hier auf dem Server 17.000 und aktuell ist es eingestellt für 1000, für 153. Könnte man sich jetzt rauskaufen, teurer einstellen. Für sowas ist das halt ganz gut. Und das sind halt alle möglichen Items, die man jetzt zum Beispiel hier von Rare gekriegt oder so normale Drops, ne? Und dann kann man halt sich ein bisschen durchgucken, überlegen, okay, kann ich das flippen, kann ich das rauskaufen und teurer einstellen. Und für sowas gibt es dann halt noch andere Tabs hier, zum Beispiel auch von allen möglichen Berufen oder selten gesehen. Das sind Items, die, wie es schon heißt, selten im Auktionshaus sind. Und da, wo man sich auch überlegen kann, ah, okay, vielleicht ist das so selten, dass ich das halt für einen gut teuren Preis verkaufen kann. Und da kann man sich halt immer ein bisschen Inspiration holen, beziehungsweise auch Daten holen, wie man vielleicht was flippen kann. Hier gibt es übrigens auch einen TSM-Button, habe ich gesehen gehabt. Und dann kann man sich das rauskopieren, wieder in eine TSM-Gruppe rein und im TSM dann direkt diese Items ansteuern. Also sprich, muss nicht die ganzen Namen sich rauskopieren, sondern hat hier gleich den String und kann sich die Sachen holen. Also das ist doch eine praktische Angelegenheit. Und selbiges gibt es dann halt auch hier zum Beispiel für die Berufe, zum Beispiel für Schmiedekunst. Da sehen wir dann auch die Sachen, die man halt einfach craften kann, ne? Also hier irgendwelche monitgehärtete Schulterstücke, wie viel die aktuell drin sind, beziehungsweise Durchschnitt. Okay, das wäre jetzt, glaube ich, kein guter Deal. Ja, ob das natürlich dann sinnig ist, hier rauszuholen. Vielleicht kann man sich da ein bisschen gucken, inwieweit crafte ich auch was oder kann ich was rauskaufen und es teurer reinstellen. Finde ich jetzt bei den Rare-Items sinniger als bei den Berufen. Und ja, was ich aber noch gesehen habe, was ganz cool ist, hier ganz unten gibt es noch eine Sache, die schimpft sich Transmog und dann kann man sich nämlich alle möglichen Transmog-Teile angucken und ihr seht direkt, wie die Sachen aussehen
Und zusätzlich habt ihr drunter noch den Preis. Und da könnt ihr auch umschalten, Brust, Füße und sonst noch was, was es halt alles gibt. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will was transmoggen, hab selber wenig Transmog und möchte mir aber aus dem Auktionshaus was kaufen, was günstig ist, dann kann ich halt hier durchgucken, kann halt schauen, ah, okay, was will ich mir kaufen, kaufst direkt, also kann mir was auswählen, sehe direkt, was es kostet und mir eventuell ein Transmog-Set zusammenstellen. Ist jetzt für mich auch eher uninteressant, weil ich bin jetzt nicht, bin zwar ein Transmog-Sammler, aber nicht einer, der viel selbst Transmog tatsächlich, mach's eher um des Sammeln willen. Und nicht um, ja, um es dann tatsächlich zu transmoggen. Traurigerweise. Genau. Fand ich ganz cool. Sonst, wie gesagt, nutze ich die Seite tatsächlich nur zum Suchen von seltenen Items. Es bietet wesentlich mehr. Könnt ihr euch ja noch gerne näher umschauen. Wenn ihr jetzt irgendwas Cooles entdeckt, was ihr sagt, hey Taylor, das könnte dich auch interessieren, schreibt es gerne in die Infobox rein. Ich weiß, ich habe jetzt bestimmt nicht alle Funktionen der Seite erklärt, aber wie gesagt, ich nutze nur rudimentär. Ich wollte es aber trotzdem zeigen, zumindest für welche Sachen ich das benutze. Okay, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das ein wenig weitergeholfen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao.